Aktuell bin ich zwar auf meinem Seminar in Berlin, aber dennoch sollst du natürlich nicht dein Engel-Reading, dein Engel-Orakel für die kommende Woche verpassen. Das bekommst du natürlich trotzdem auch in dieser Woche. Wie immer, gültig von Montag bis Sonntag. Engel-TV zu deinem Engel-Orakel für die kommende Woche. Erstellt mit meinem Kraft der Engel-Orakel. Ich bin Hellseher, Engelmedium und Engeltherapeut und mein Name ist Udo Golfmann. Ich bin dein Coach für ein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Die Engel haben natürlich jede Woche wichtige Nachrichten und wichtige Botschaften für dich. So auch für die kommende Woche. Wie gesagt, aktuell bin ich jetzt gerade mit wundervollen Erdenengeln im Seminar. Ich freue mich sehr, dass ich sie unterrichten darf, aber dein Engelorakel für die Woche, das fehlt natürlich auf gar keinen Fall. Ich mische schon mal die Karten und ich frage die Engel, welche Botschaften sie für dich für die kommende Woche bereithalten und was sie dir Dringendes mitteilen möchten. Du schließt jetzt kurz die Augen, gehst ein bisschen in dich und fragst deine Engel, welche Botschaft für dich die richtige ist. Ist es Möglichkeit A, B oder C? Und entscheide dich bitte jetzt. Wenn du dich für Möglichkeit entschieden hast, ist deine Karte die Karte der Schwangerschaft. Diese Karte lässt jetzt vermuten, dass es unbedingt darum geht, dass jemand schwanger wird. Nicht unbedingt. Wenn wir mal genau schauen, oben auf der Karte haben wir einen sehr liebevollen blickenden Mann, der sich behutsam um diese Frau kümmert, wenn wir von oben mal runterschauen. Hier und außerdem hat die Frau so etwas wie eine Feder über ihrem Kopf. So, dieser Mann hält die Frau sehr fest, sehr liebevoll, Umarmung. Es geht einfach um Selbstfürsorge und Fürsorge. Es ist eine Woche, wo du dich liebevoll um dich selbst und um andere Menschen kümmern solltest. Des Weiteren ist dieses Symbol, diese Federung, auch, dass du vielleicht lange Zeit schon mit einer Idee schwanger gehst und es jetzt die richtige Zeit ist, diese Idee umzusetzen. Wenn man guckt, dieser Mann ist hier sehr modern. Na, auf der rechten Seite sehen wir den Mann in einem weißen, sehr modernen T-Shirt. Diese Engelsymbolik, die er hat. Das heißt, du bist beschützt, du bist behütet, du bist begleitet. Auch wenn du in einer modernen Zeit lebst. Diese Karte mischt jetzt so ein bisschen modern. Die Frau, wenn du unten guckst, hat ein etwas altertümliches Kleid an. Aber auch das ist sehr schön, modern und alte Tugenden wieder zu vermischen. Alte Traditionen in die moderne Zeit zu bringen, symbolisiert diese Karte außerdem. Und das kannst du in der kommenden Woche sehr, sehr gut. Auf der rechten Seite sehen wir die Hand, die die Frau hält. Auch das ist sehr schön. Vertraue darauf, dass deine Engel und Gott dich halten. Auf jeden Fall wünsche ich dir schon mal eine wundervolle Woche. Und bleib dran, wenn dich die anderen Karten auch noch interessieren. Wenn du dich für Möglichkeit B entschieden hast, dann ist das Studium deine Karte. Ganz spannend ist das jetzt gerade, weil ich bin ja, wie gesagt, gerade in Berlin auf meinem Seminar und diese Karte zeigt dir, dass es darum geht, etwas zu studieren, etwas Neues zu erlernen. Vorwiegend geht es natürlich um spirituelle Themen. Na, wenn man sieht, hier ist ein Engel, der in ein Buch vertieft ist, man sieht es mit dem Kopf sehr konzentriert, nach unten blickend, auf das Buch blickend, zeigt es auch ein sehr spannendes Thema, mit dem sich dieser Engel hier gerade auseinandersetzt. Ne? Auf der rechten Seite sehen wir diese wunderschönen gespannten Flügel, ja, also das ist sowohl rechts als auch links, aber ne, und hinter dem Engel auch ganz viele Bücher, also du wirst Weisheit erreichen, wenn du dich im Studium der Spiritualität öffnest. Weil wir sehen unten das aufgeschlagene Buch. Das heißt, du hast jetzt die Möglichkeiten, dass sich dir göttliche Themen, göttliche Geheimnisse offenbaren, offenlegen und sich dir offerieren. Schau mal ein bisschen auf der linken Seite, da siehst du das Buch. Ist etwas gekippt und zwar nach rechts gekippt, auch nicht ganz unwichtig zu beachten, dass es darum geht, wirklich auch ein bisschen kognitiv zu lernen, nämlich die rechte Seite ist ja eher die männlich geprägte Seite. Wenn du dich für Möglichkeit C entschieden hast, dann ist deine Karte das Haustier. Wenn du von oben guckst, dann siehst du hier eine Frau stehen, die sich freut, die glücklich ist, die wieder fröhlicher ist. Und das ist erstmal deine erste Grundaufgabe in der kommenden Woche. Bringe mehr Lebensfreude und mehr Leichtigkeit in dein Leben.
Auf der rechten Seite siehst du einen braunen Hund, der symbolisiert so ein bisschen eigentlich mehr das Weibliche, ne? Diese warme Farbe und dann diese weibliche Qualität symbolisiert dieser Hund und diese Verspieltheit. Das heißt, sei mal ganz, wenn du eine Frau bist, ganz Frau, oder wenn du ein Mann bist, lebe auch ein bisschen mehr deine weibliche Seite aus. Allerdings ist ein Haustier auch sehr gut für dich. Also wenn du ein Tier hast, ist es eine tolle Geschichte, nur mal so gerade am Rande erwähnt, dich mehr damit zu beschäftigen. Und wenn du die Idee hattest, hier schon lange ein Haustier anzuschaffen, dann ist die kommende Woche genau richtig dafür. Diese Frau steht mit den Füßen im Wasser. Das heißt, hier kommt was in den Fluss, hier kann Lebensenergie wieder fließen. Und Wasser als unser natürliches Element und Lebensbaustein kann symbolisiert einfach, dass man wieder in eine ganz neue Lebenskraft hineinkommt. Auf der linken Seite sehen wir einen Dalmatiner, der hüpft gerade hoch und genau so solltest du auch mal wieder hüpfen und springen. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine wundervolle Zeit, sende dir wundervolle Liebesgrüße hier aus Berlin. Ich freue mich, wenn du vielleicht auch mal in einem meiner Seminare dabei bist. Und wenn dir dieses Video gefällt, freue ich mich über deinen Daumen nach oben und natürlich deinen Kommentar. Dir eine gute Woche, eine wundervolle Zeit. Licht und Liebe und bis bald. Dein und euer Udo Golfmann. Tschüss.